Mahlzeit, Knochen wieder hier. Heute bretter ich ein bisschen mit der Sunderland MKV V5, wie auch immer, durch die Gegend. Das ist halt das Nachfolgemodell von dem. Scheiße, wie ist der denn? Ach, da ist er ja. Sunderland MK3A. Durch die Gegend. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt auch so ein. Wie hieß das Ding? Wasserflugzeug, das hatten die anders genannt. Wasser. Nee, Flugboot. Flugboot stand da, genau. Ja, das war natürlich das Allerschreckste, was ich je gelesen habe. Und hier auf dem Lower-Level-Bereich machst du ja gleich so runterbrettern, so viel Bodeneinheiten wie möglich wegnehmen. So sieht das aus, wenn man schießt von vorne. Also ich habe tatsächlich eine Frontbewaffnung mit dem ziemlich kleinen MG-Kaliber. Also sind MGs und keine MKs, also keine Maschinenkanonen. Und wenn es MG ist, dann wissen wir natürlich, das Kaliber ist recht klein. 7,92er. Ich glaube 7,92er war es. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich hier Bodeneinheiten wegzureißen, denn ich glaube, hier bleibe ich nicht lange am Leben. Ich habe das jetzt gehabt. Entweder ratzen sie mich sofort runter innerhalb von 3-4 Minuten, wenn ich so lange überhaupt dabei bin, oder ich halte das ganze Match durch mit einem und demselben Flugzeug, weil sich irgendwie keiner für mich interessiert und meine Heckschützen richtig gut abgehen. Ich habe ja oben eine Kanzel, wie man sieht, die sieht ein bisschen eiförmig, sieht sie aus. 4 Bodeneinheiten immerhin. So, ey, hier, komm her, du Truck. Es ist nicht wirklich ein Hedgehog-Bomber. Meiner Meinung nach, ich meine, vom Aufbau schon ähnlich, weil oben Kanzel, unten, hinten beziehungsweise noch einer links, rechts und vorne. Und wenn sie, oh, Schütze ausgeschaltet, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich habe einen kritischen Treffer, vielleicht ziehe ich ja noch einen runter hier. Es hat natürlich viel damit zu tun, wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Flugzeug zerstört, immerhin. So, was haben wir denn hier? 7 Bodeneinheiten und ein Flugzeug. Das ist innerhalb von, was in die 1,5 Minuten jetzt oder so. Ich gehe einfach nochmal rein. Ich habe ja so viele Gutscheine hier. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz fertig modifiziert. Das heißt, mir fehlt noch einmal eine verbesserte Kanzel. Also ich habe gesehen, da ist noch einmal Standardmunition drin. Die würde ich so jetzt nicht drin lassen normalerweise. PBY, denkt man sich, kann man doch eigentlich angreifen, aber es gibt halt Flugzeuge wie zum Beispiel dies, sollte man es eigentlich nicht angreifen. Frontal geht es ja eigentlich noch, aber die sind natürlich relativ schnell vorbeigeflogen. Obwohl eine PBY auch langsam ist, so langsam wie ich hier. Ich mach mal die Bombenlast auf Tschüss. Was war das für ein Satz? So, sind die automatischen Schütze. So, jetzt muss ich aber hier. Jetzt bin ich nämlich wieder an so einem Punkt, wo ich schon in Heckschützenreichweite bin, beziehungsweise in seinem Winkel. Und bin natürlich eigentlich weg hier. Ich blicke seitlich, weil natürlich dann die meisten Geschütze schießen. Wenn ich mitkriege, es wird weniger, dann gucke ich natürlich auch hin. Oh, er entfernt mich zu weit hier. Ah, jetzt wieder ein bisschen anfliegen hier. Ich weiß, dass die Catalina, ich habe irgendwo auch ein uraltes Video, bin ich auch mit der Catalina geflogen und die hält ganz schön was aus. Wirklich, ich war eigentlich nur noch ein Wrack, ein fliegendes Wrack. Konnte nicht mehr richtig steuern und habe trotzdem noch einen nach dem anderen weggeknallt. Die Schützen sind ziemlich gut, wenn man sie ordentlich geskillt hat. Wieder seitlich, funktioniert er manchmal. Und wir haben schon verloren. What the fuck? Was war das denn jetzt? Muss ich wohl noch eine Runde machen, ja? Also bis gleich. So, weiter geht's. So sieht das Ding aus, wenn es im Hangar ist. Ich finde es cool, dass die Flugboote ihre eigenen Hangar haben. Da steht so Flugboot schwerer Bomber. Ja, ich gucke halt 7,7 Round 4-mal, Kanzel 2-mal. Im Vergleich zu denen. Ja, ich habe ein paar mehr Kanzeln bzw. ein bisschen mehr Bewaffnung hier. Sonst unterscheidet sich das nicht allzu sehr. Nicht allzu sehr. Es gibt natürlich immer Modifikationen, aber manchmal sind ja so marginal. Und es war früher so. So wie es heute auch mit den Handys ist, es gibt kaum Verbesserungen, aber wird halt immer ein neues Modell auf den Markt geschmissen. Und gerade in Kriegszeiten war ja jede kleine Verbesserung einfach lebenswichtig.
Und hätte ja noch was entscheiden können, ne? Deswegen. So, gehen wir mal rein hier. Ah, Mann. Ich muss mal ein bisschen wieder üben hier, nicht immer die Schützen automatisch schießen zu lassen, vor allem die Heckschütze, sondern auch wieder selber beizugehen. Ich habe jetzt ein paar realistische Schlachten gemacht und so. Da habe ich das geübt. Aber die Leute sind natürlich ein bisschen pfiffiger drauf. Also mir ist aufgefallen, da sind mehr, ich sag mal, professionellere Spieler unterwegs. Jedenfalls so habe ich das Gefühl, als ich das vermutet habe. Also hier geht ja wirklich jedes Kiddie rein und so. Das ist ja in Ordnung. Dafür ist dieser Modus ja da. Arcade. Aber wie gesagt, realistische Schlachten ist natürlich schon ein Ticken härter. Und ich habe vor Jahren, als ich angefangen habe, habe ich auch mal realistische Schlachten ausprobiert. Und da lief es eigentlich besser. Hat man noch die Leute gehabt, die auch versuchen, einen abzurammen oder irgendwie so nah ranfliegen, dass man den wirklich den Piloten in den Kopf schießen kann. Natürlich stirbt hier nie ein Pilot, klar, das Spiel ist ab 12. Die werden alle ausgeschaltet, werden ohnmächtig sein und oder gucken mal in die falsche Richtung und solche Geschichten. Ich glaube, ich versuche jetzt hier wieder Bodeneinheiten einfach zu machen. Mal so mit dem Auge nach rechts ein bisschen hier. Unter mir ist da einer. Hier gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Hier, ich versuche irgendwie am Leben zu bleiben, hier ein paar Bodeneinheiten wegzuknallen. Vielleicht noch ein gegnerisches Flugzeug. Ich wollte eigentlich diese Pillbox machen, aber da hat der Herr vor mir ja schon erledigt hier. Ein bisschen konzentrieren, weil ein bisschen länger will ich schon unterwegs bleiben als die Runde davor. Tja, aber meine Bomben haben nur Abschusshilfe verursacht. Das heißt, der hat schon, die schon vorher beschädigt gehabt. Das ist natürlich blöd. Noch keine Punkte großartig verdient hier. Mal die Minimap ein bisschen im Auge behalten. Was fliegt denn hier so rum? Meine Bombenlast ist schon wieder vorhanden. Verreck. Gut, das hat sich für mich jetzt erledigt hier. Also ich brauche da nicht mehr aktiv dabei sein, sag ich mal. So, B34 will ich eigentlich auch nicht direkt von vorne. Okay, hat ein paar Treffer bekommen. Scheiße, Mann, hau ab. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu steuern, Abschusshilfe. Ich mag diese Karte auch nicht. Mit zu viele Gebirge. Ich mag diese Gebirgskarten nicht. Also die, was ist das, afrikanische Küste und so mag ich nicht. Alpen mag ich auch nicht. Jetzt wird das Steuern auch langsam schwieriger hier, so mit lediertem Ruder hinten. Okay, kritischer Treffer. Ist der abgestürzt? Der ist einfach abgestürzt. Scheiße. Wieso kriege ich keinen Kill oder wenigstens Abschusshilfe? Ich meine, ich habe ihn beschossen und er ist dann abgestürzt. War wohl nicht genug Schaden. Naja, habe ja auch nur 20 Mal getroffen. Ne? So, H6K ist eigentlich auch ein gutes Ziel. Sagen wir mal, also von vorne bis zur Seite. Hinten wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich habe nur zwei Treffer gemacht und gleich den Öltank. Nein. Ist natürlich schwierig, so eine Manöver jetzt mit so einem klobigen Wal hier zu fliegen. Und auch die Scheiß ganz. Komm, schieß woanders hin. Ich muss weg hier. Abschusshilfe. Das gibt's ja nicht.
Ich habe irgendwann mal, ich glaube, da habe ich mit Kaiser Franz gespielt. Hatte ich, und das ist jetzt wirklich kein Quatsch, 19 Abschusshilfen. Ich habe noch nie so viele Abschusshilfen gehabt. Und das war mit einem und demselben Bomber am Ende auch nur noch ein fliegendes Wrack. Wirklich, da ging gar nichts mehr. Ich konnte mit Mühe und Not noch immer in die Richtung zu den Gegner steuern. Eigentlich habe ich darauf gewartet, dass sie mich abschießen, aber ich wollte mein Flugzeug einfach nicht verlassen. Ne? Ja, und dann sind auf 19 Abschusshilfen gekommen. Weil, obwohl die Hälfte der Schützen gar nicht mehr geschossen hat, weil die Module beschädigt waren. Also da wo halt die Maschinenkanonen und eigentlich die Maschinengewehre, das sind ja keine Kanonen, wo die Maschinengewehre drin sind, die Module haben gar nicht mehr funktioniert. Also hat die Hälfte überhaupt nicht mehr geschossen. Aber trotzdem noch einen Haufen Abschusshaufen gemacht. Stirb doch, Mann! Jetzt noch die Heinkel hier im Flugzeug zerstört, Digga! Aber ob das noch was mit der Heinkel wird hier. Brennt, aber nicht von mir verursacht. Wie ihr jetzt seht hier, mein Flugzeug ist schon richtig derb hinüber. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kanzel funktioniert jetzt gar nicht mehr. Also in die Karte zeigt ja auch an, wenn es rot ist, dann schießen. Ja, die Kanzel funktioniert nicht mehr. Wenn die Kanzel, also die Kanzel funktioniert nicht mehr und ich glaube, der Heckschutz funktioniert auch nicht mehr. Noch ein Flugzeug zerstört. Jetzt wird es ja doch langsam mal hier, aber ich glaube, ich brenne ab. Ich kann auch nicht mehr steuern, das war's hier. Stimmt, der Heckschütze hat auch nicht mehr geschossen. Na gut, aber viele Punkte bekommen in der Zeit. Für manche mag das ja so ausgesehen haben, als hätte ich nicht viel gemacht, aber offensichtlich war es immerhin so viel, dass ich die ganzen Punkte bekomme. Und ich war aber lange am Leben, also viel im Kampf und lange am Leben. Und ab und zu noch mal was weggeschossen, das bringt natürlich Punkte. Also, ich bin Erster. Na, hoffentlich bleibe ich auch dort. Oh, mein armes Ego. Darth Vegas. Oh, schon witzig. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl bekommen für Manöver mit solchen klobigen Flugzeugen, also Schlachtflugzeugen und dergleichen im Allgemeinen. Und wie man sie, ich sag mal, wieder einpendeln muss, ne, damit es noch halbwegs funktioniert hier, damit man auch nicht zu kaputt gemacht wird. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn in Brand geschossen, aber es könnte auch der Kollege da unter mir gewesen sein. Mal seitlich ranfliegen hier. Ja gut, es ist nur der Ultank beschädigt, das reicht natürlich noch nicht aus. Ich lasse die Bomben absichtlich jetzt drin, weil ansonsten bin ich zu leicht und kann bestimmte Manöver jetzt nicht mehr so ausführen, wie ich sie eigentlich ausführen möchte. Abschusshilfe, mein Gott, schon wieder hier. Und wir haben schon wieder verloren. Schade, 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 aber immerhin Zweiter. Trotz allem. Ich finde die Dinger jedenfalls richtig witzig. Ich mag Bomber generell, obwohl es gibt so Bombertypen, gerade bei den Japanern und so. Die G5N1 ist das, glaube ich, zum Beispiel. Hat ein wirklich gutes Kaliber, ist aber, hält aber überhaupt nichts aus. Das Ding ist komplett aus Reispapier. Trotzdem fliege ich sie relativ gerne. Also Bomber liegen mir ganz gut, aber im Prinzip kommen wir mit allem.